Hallo ihr Lieben, heute ist Ostersonntag, wenn ich das hochlade und es tut mir leid, ich habe es ein bisschen spät jetzt hochgeladen. Ich wollte es euch schon viel, viel eher hochladen, aber ich habe wieder etwas mit Fimo gemacht und ich bin mir nicht sicher. Also ich finde die Ergebnisse jetzt nicht so schön, aber ich wollte es trotzdem euch zeigen, dass man eben auch, erstens, es muss nicht immer perfekt sein und zweitens, dass man sich einfach auch mal ausprobieren kann. Und ich hatte so ein bisschen mal geschaut auf Pinterest. Ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen. Und habe dann so ein bisschen geschaut, was funktioniert vielleicht, was sieht vielleicht dann doch auch bei mir ganz gut aus. Aber wie gesagt, ich bin nicht ganz zufrieden, aber irgendwo finde ich es halt doch wieder ganz putzig irgendwie. Und ja, für Ostern bin ich gerade dabei, wie ihr seht, mache ich ein Hoppelhäschen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Mummeln gemacht und habe die jetzt aufeinander gemacht. Also wie ein Schneemann eigentlich, bloß halt nur mit zwei. Und jetzt mache ich noch die Öhrchen dazu. Das heißt, ich habe dann auch aus einer Mummel, das habe ich dann so platt gedrückt, so ein bisschen in die Form gemacht, so ein bisschen länglich gedrückt und dann eben mit dem Stiel so eine kleine Einkerbung, so wie es bei Hasen eigentlich auch immer so ist. Ich glaube, jeder hat schon mal einen Hasen gesehen. Und genau, ich musste so ein bisschen schauen, wie ich es am besten festbekomme. Also nur mit dem Werkzeug, was ich jetzt noch hatte. Ich hatte das noch vom Ton, als ich mit Ton gearbeitet habe, den Lufttrocknen, falls ihr euch noch dran erinnert. Und dafür hat sich es jetzt einfach angeboten. Und genau, also ich habe es dann so ein bisschen mit Wasser auch gemacht, damit sich es ein bisschen besser verbindet. Und dadurch, glaube ich, hat es jetzt bisher immer ganz gut gehalten. Ich finde es, wie gesagt, die Öhrchen und so sowieso ganz niedlich. Wer mich kennt, ich habe zwei Meerschweinchen und dadurch habe ich eben Herz für Nager und liebe es, diese kleinen Nasen, die kleinen Ohren und genau. Deswegen bot sich das eben auch an. Und natürlich darf das Stummelschwänzchen nicht fehlen. Und auch hier habe ich eben versucht, diese Übergänge gut miteinander zu verbinden. Es ist nicht immer ganz einfach. Es hat ein bisschen Kraft gekostet, teilweise eben halt zu schauen, dass er mir nicht abfällt, sowohl die Öhrchen als jetzt eben auch der Schwanz. Aber so sieht das erste Ergebnis dazu aus. Und als nächstes hatte ich mir überlegt, Entschuldigung, ich habe noch was vergessen, nämlich die kleinen Augen und dann habe ich auch noch kleine, so ein kleines Näschen und so mit dran gemacht. Also das war jetzt nicht ganz so einfach, muss ich mal sagen, weil so eine aufgedrückten Augen, ich weiß nicht, wer es kennt, das sieht immer schon sehr gruselig aus. Aber ich glaube, das hat irgendwie heißt dann doch ganz gut hinbekommen. Und ich glaube, viele können es viel, viel besser als ich. Aber wie gesagt, ich habe mich damit ausprobiert. Es ist ja alles, was ich jetzt aktuell immer mache, ist wirklich ein Ausprobieren, ein Schauen. Und was kann man machen, wie kann man es machen, wie kann man besser werden, noch neue Techniken. Also ich habe ja keinen Kurs dafür jetzt irgendwo besucht, logischerweise. Aber ich probiere mich da einfach durch und keine Angst, keine Scheu. Und hier ist mein Hoppelhäschen. Als nächstes hatte ich mir jetzt überlegt, ein Eierbecher. Mensch, heute ist irgendwie nicht mein Tag, was Wörter angeht. Und hatte dann auf Pinterest eben auch ein Aschenbecher, oh Gott. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, ein Eierbecher gesehen und fand die Idee gar nicht so schlecht und war jetzt auch relativ schön. Ich habe es jetzt nicht so schön gerade hinbekommen, aber wie gesagt, die Idee an sich fand ich total nett, das so zu machen und habe da, finde den, ja, der ist jetzt nicht perfekt, aber ich finde ihn trotzdem ganz schön. Das ist wie das Hoppelhäschen. Ich glaube, man kann ihn lieben oder man kann ihn hassen. Das ist aber auch vollkommen okay. Ich fand das ganz gut, eben auch wirklich mal auszuprobieren. Ich musste auch da so ein bisschen schauen, dass die Kanten sich gut miteinander verbinden.
und habe dort erstmal eine Platte gemacht, wie ihr gesehen habt, und dann eben mit so 1, 2, 3 so einen länglichen Würstchen davon dann den Becher dazu gemacht. Und das fand ich ganz gut und habe dann auch dem Eierbecher ein kleines Stummelschwänzchen gegeben. Und wie gesagt, ich finde das irgendwie ganz putzig. Und ja. Und weil der Eierbecher jetzt irgendwie so ein bisschen wenig aussah, habe ich mich dann dazu entschieden, ihm auch noch eine richtige Platte zu geben. Ich weiß nicht, wer das kennt. Früher gab es ja also ganz noch diese Hähne, so eine Plastik-Eierbecher, wo man so einen Hahnform hat und unten eben auch noch so eine Ablage, wo man dann eben die Schalen noch mit reinmachen kann. Und das fand ich irgendwie ganz nett, so als Idee, und habe dann eben dazu noch die Basis letztendlich geschaffen. Und ich fand das irgendwie ganz putzig, und habe dann so ein bisschen das aber auch am Rand so ein bisschen noch hoch gemacht. Und die Technik kenne ich ja noch von meinen Schälchen, die ich genommen hatte, nur dass ich es diesmal nicht ganz rund gemacht habe, sondern ich habe es halt wirklich auch ganz manuell dann auch gemacht. Und wie gesagt, habe es dann so ein bisschen hochgestellt, damit es halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, damit es irgendwie wie eine Schale oder, naja, ein Becher ist es ja nicht, aber wie so ein Teller eigentlich für den Eierbecher dann da ist. Doch ich glaube, das trifft es ganz gut. Und genau, und das wird dann ordentlich getrocknet, was bei mir immer ein bisschen länger dauert. Ich weiß nicht, ob es an der Luftfeuchtigkeit in der Wohnung liegt oder was auch immer. Bei mir trocknet es nicht ganz so lang, aber ihr müsst da so ein bisschen schauen. Ich versuche wirklich immer, dass es sehr gut durchtrocknet. Man kann bestimmt auch vorher schon anfangen, aber das war jetzt irgendwie dann doch einen Moment länger. Und so sehen sie dann getrocknet aus. Und weil ich das so ein bisschen farblos fand, habe ich sie auch noch angemalt. Habe alles erstmal weiß grundiert, damit da eine gute Gleichmäßigkeit reinbekommt und dass das dann halt so ein bisschen entspannter zu kolorieren ist. Ich glaube, das ist eine gute Formulierung. Ich habe die Farben auch noch von dem lufttrockenen Ton. Also ich finde für mich ja Fimo mittlerweile ein bisschen besser, weil ich einfach viel, viel besser damit klarkomme. Der lufttrocknende Ton, der hat mich so ein bisschen Nerven gekostet, und weil der immer an meiner Unterlage festgeklebt ist, ich konnte mit dem so nicht richtig arbeiten, und dadurch finde ich für mich jetzt Fimo viel, viel schöner. Ist wie Knete und also ein unheimlich tolles Material, womit man da wirklich ganz tolle Sachen mitmachen kann. Und also probiert euch da gerne aus. Es gibt nicht nur Weiß, es gibt so viele Farben. Ich war jetzt letztens in so einem Bastelladen, da waren so viele Farben. Und ich hatte tatsächlich für einen ganz kleinen Moment überlegt, ob ich mir alle einfach mal hole. Aber nein, ich habe noch welche. Also ich habe noch Fimo und ich habe sie in Terrakotta und in Weiß. Und man muss nicht alles haben. Auch wenn ich es total gerne machen würde. Und ich glaube, jedes Bastlerherz stimmt mir da gerade zu. Und ja. Ja, während ich jetzt hier gerade ein bisschen das ganze Weiß anmale und koloriere, ich hoffe, euch gefällt das Video. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Wie gesagt, mit Mut macht alles. Ich wollte es euch zu Ostern jetzt dann doch nicht vorenthalten. Ich hatte so ein bisschen Hemmung. Und also mir braucht keiner schreiben, das ist aber nicht perfekt. Aber genau, schreibt mir gerne, falls ihr euch gerne was wünscht, was gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls ich euch irgendwas verlinken soll, die Fimo zum Beispiel oder ähnliches, sagt mir auch gerne Bescheid. Aber ich gehe davon aus, wer das große A kennt, der kann da sich auch durchklicken. Da gibt es auch ganz viele Sachen und genau, ansonsten abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich freue mich da sehr und danke jedem Einzelnen da auch sehr von Herzen. Ganz dolle, und ich freue mich da immer sehr drauf, wenn ich dann sehe, da ist einer dazugekommen. Aktuell, ich weiß nicht mal, geht ja auch wieder einer. Also schreibt mir auch gerne, falls ihr geht, warum ihr geht. Was auch vollkommen okay ist, wie gesagt, ist ja alles total freiwillig und
ist dann auch komplett in Ordnung, falls euch das nicht mehr gefällt oder so. Aber falls ich gerne etwas anders machen kann, sagt mir gerne Bescheid. Und ich habe jetzt aktuell 270 Abonnenten und ich freue mich sehr drüber. Und ja, und dadurch habe ich mir gedacht, mache ich das Video jetzt noch fertig, weil ich so ein bisschen unsicher war. Aber ich habe mir gedacht, was soll's, mit Mut, wie man immer so schön sagt, habe ich es dann doch gemacht. Und genau. Und ich finde, mein Hoppelhäschen ist schon süß. Ja, und auch der Eierbecher, der bekommt jetzt noch ein bisschen Farbe. Beim Eierbecher war ich mir erst nicht sicher, welche Farbe ich jetzt nehmen soll. Ich hatte es jetzt erstmal das Gold auch genommen. Ist für mich halt auch eine sehr schöne Farbe. Wie gesagt, das, die Farben aus dem lufttrocknen Tonset, was ich damals bei Etsy bestellt habe, finde ich so, so schön. Also auch so von der Konsistenz her, von der Verarbeitung her, finde ich die echt schön. Ich habe die ja jetzt immer wieder noch genommen. Da waren leider bloß Weiß und Gold mit bei. Aber ich glaube, ich würde jede Farbe davon nehmen, weil die sich so schön machen. Also falls ihr da an dem Set, guckt gerne mal in meiner Playlist durch. Ich kann es nur empfehlen. Es ist einfach wunderschöne Farben. Und die sich wirklich auch gelohnt haben. Von denen habe ich so viel auch noch übrig. Und ja. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Grün, weil ich dachte, ach, Rasen ist doch bei Ostern auch ganz toll. Und habe es dann auch einen kleinen Grün-Touch gegeben. Es tut mir leid, dass ich euch da aus dem Bild habe. nicht, dass das nicht mit drauf ist. Ich habe es nicht gemerkt. Ich war so in meiner Arbeit drin. Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt schon öfter erzählt. Ich mache beim Basteln aktuell unheimlich oft, dass ich dann Hörbücher höre. Meistens auch Bücher, die ich schon mal irgendwie gelesen habe und liebe es halt sehr, weil das einfach so was Schönes, Entspannendes ist. Also nicht nur das Basteln, sondern eben halt auch das Ganze drumherum, einfach mal runterkommen, zur Ruhe finden, was halt in der heutigen Zeit einfach so, so wichtig ist. Vielleicht versteht der ein oder andere das so ein bisschen. Ich finde es immer wieder schön, wenn man einfach mal zur Ruhe finden darf und kann. Ja, und der Rand bekommt auch noch einen goldenen Schimmer. Und das ist, wie gesagt, der ist jetzt ein bisschen krumm, die Unterseite. Irgendwie hat er sich dann, nachdem ich ihn habe trocknen lassen, die Basis, diesen Teller, hat er sich nochmal ein bisschen verformt gehabt. Auch wenn ich immer versuche, da dann immer nochmal gucken zu gehen und im Zweifel nochmal nachzulegen, war das leider diesmal nicht möglich. Aber wie gesagt, ich finde ihn trotzdem ganz schön geworden. Er wird morgen eingeweiht, also auf den Montag. Und genau, und hier sind sie dann, meine Beine. Hier kriegt er sie nochmal schön zu sehen. Hier ist mein Hoppelhäschen. Ich lieb's. Es ist irgendwie trotzdem sehr putzig geworden und ich zeige euch hier natürlich auch, dass auch ein Ei reinpasst. Und genau, also ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr habt einen wunderschönen Ostersonntag und Ostermontag noch. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann, tschüss!